Worte. Allein du mit den Worten, und das ist wirklich allein. Clairons und Ehrenpforten sind nicht in diesem Sein. Du siehst ihnen in die Seele nach Vor- und Urgesicht, Jahre um Jahre. Quäle dich ab, du findest nicht. Und drüben brennen die Leuchten in sanftem Menschenhort, von Lippen, rosigen, feuchten, perlt unbedenklich das Wort. Nur deine Jahre vergilben in einem anderen Sinn, bis in die Träume Silben, doch schweigend gehst du hin. Allein du mit den Worten, und das ist wirklich allein. Der Dichter spricht sich selbst mit du an. Er ist allein mit den Worten, die sein Leben, aber auch sein Gefängnis sind. Dies erscheint ihm noch als Steigerung von gewöhnlicher Einsamkeit, da man mit den Worten wirklich allein ist. Clairons und Ehrenpforten sind nicht in diesem Sein. Ruhm und Erfolg als Dichter, dargestellt als Clairons, die einem Fanfaren blasen, und Ehrenpforten, durch die man feierlich schreitet, spielen im Moment des Ringens mit den Worten keine Rolle und machen diese Einsamkeit nicht erträglicher. Du siehst ihnen in die Seele nach Vor- und Urgesicht. Der Dichter ringt mit den Worten, er blickt in die Seele der Worte, in ihre tiefste Bedeutung, ihr Vor- und Urgesicht. Jahre um Jahre quäle dich ab, du findest nicht. Das Ringen mit den Worten bleibt vergeblich, er findet eben nicht Vor- und Urgesicht. Er bleibt also immer unzufrieden, unerfüllt in dem, was er im Ringen mit den Worten erreicht. Und drüben brennen die Leuchten in sanftem Menschenhort. Der Blick des Dichters fällt auf ein Nachbarhaus, einen sanften Menschenhort. Offenbar sieht er mit Sehnsucht auf dessen brennende Leuchten. Von Lippen, rosigen, feuchten, perlt unbedenklich das Wort. Dort dienen die Worte unkompliziert dem menschlichen Miteinander. Das Wort perlt unbedenklich von rosigen, feuchten Lippen, wobei feucht und rosig dazu noch einen erotischen Anklang haben. Es sind offenbar die Lippen einer jungen Frau, und Worte sind hier nur die eine Form der Zärtlichkeit, deren andere der Kuss ist. Nur deine Jahre vergilben in einem anderen Sinn. Der Dichter kehrt zu seiner eigenen Situation zurück. Er sieht sich einsam altern und seine Jahre vergilben. Bis in die Träume Silben, doch schweigend gehst du hin. Die ganze Paradoxie seines Daseins drückt sich darin aus, dass er bis in die Träume mit Silben beschäftigt ist, aber schweigend dahingeht, also ohne die Sprache mit einem anderen geliebten Menschen als Form der Zärtlichkeit, in der tiefere Bedeutungen keine Rolle spielen, zu teilen. Und er schweigt darüber hinaus als Dichter, wenn die Worte sich ihm nicht fügen wollen. Auf solche Weise geht er dahin, einerseits seinen Lebensweg weiter, aber auch dem Tod entgegen.